So, hallo und herzlich willkommen zu Stadtfilmabend Folge 22. Wie gesagt, es regnet. Nussi versteckt sich im Zimmer, weil ist nass. Alle anderen sind einigermaßen gelaunt, bis auf Carsten. Pessimist ist sein schlimmstes Problem, aber durchnässt ist er auch, hat in der Hitze geschlafen, wurde beleidigt. Was für eine schreckliche Person. Da müssen wir gleich mal gucken, von wem der Carsten beleidigt wurde. Scherzen über Gelegenheits unterhielten sich, redeten. Heiko verspottete das Verantwortungsbewusstsein von Carsten. Carsten und Heiko unterhielten sich über Haustiere. Aha, ich habe mir also vorgeworfen, dass er seine Schlange falsch behandelt. Okay. Sind vielleicht meine Asthma-Beschwerden, die ich als Senior habe hier in diesem Spiel, die mich vielleicht ein bisschen mürrisch machen. In der Hitze geschlafen. Wo schläft denn Fitz? -21 Grad, also in der Hitze geschlafen, ich weiß nicht. Ist jetzt so schlimm auch nicht, oder? Giftiger Niederschlag gegen Bezahlung. Okay. Ja, das müssen wir uns mal angucken. Eine rachsüchtige Maschinenperson bedroht die Ureinwohner der Fraktion Nation der Bepe. Ihr Häuptling Lela Bibraro bittet dich, eine Botschaft an die Person zu senden, um ihm mitzuteilen, dass du die Verantwortung für ihre Sünden übernimmst. Warum sollte ich das tun? Solltest du dies tun, wird die Person ihre Wut stattdessen gegen dich richten. Es wird eine Wolke giftigen Niederschlags das Gebiet um Neuwaldwald herum. Über einen Zeitraum von 12 Tagen sind eine ganze Menge Zeiträume hier. Was im Freien befindliche Lebewesen jeglicher Art tötet. Das heißt also, okay. Das heißt, da wäre dann nicht nur hier, ich müsste die Leute quasi in die Quarantäne schicken, 12 Tage, sondern auch die Tiere. Und das kriegen wir nicht hin, dann verhungern die Tiere, würde ich mal sagen. Insofern lassen wir das. Aber nett, dass wir drüber geredet haben. Alpaka hat ein Junges zur Welt gebracht. Nussi versteckt sich nicht länger in seinem Raum. Grauer Star, linkes Auge, ach so, ja. Hässliche Umgebung, ohne Tischlein gegessen. Was ist denn da die hässliche Umgebung? Das ist das Zimmer, was du hässlich haben willst. Das ist die hässliche Umgebung. Also, das ist fertig, sehr gut. Super. Okay.
Irgendjemand macht hier Fußboden. Wo kommt das Geräusch her? Was wir vielleicht auch noch brauchen, ist ein normaler Lagerraum, ne? Weil der ist auch ganz schön voll hier. Wir haben ja wieder Holz, ne? Nee. Trockenes Gewitter, okay. Was nicht alles gibt hier. Ah, sehr gut. Endlich werden neue Steine gemacht. Ach, hier unten haben wir auch noch einen Raum mit Rohstoffen. Okay. Warum? Inspirierte Rekrutierung. Ja, schade, dass wir gerade niemanden im Gefängnis haben, den wir rekrutieren können. Aber gut zu wissen. Oh nein, die Kartoffeln brennen. Es gibt Bratkartoffeln. Wir brauchen noch mehr Elefanten. Also wir haben noch Elefanten hier. Kobra für Carsten. Kobra Carsten. Ah, siehst du. Küchenbereich ist fast fertig, sehr schön. Das ist Marmor, okay. Machen wir hier mal Betonfliesen rein bei Nussi.
Plastahl, sehr gut. Den brauchen wir für zukünftige Technologien dann. Und wenn wir dann irgendwann mal das Raumschiff bauen wollen. Aber hier ist auch Silber. Cool. Wir haben noch mehr Sandstein. Aber nicht so viel. Wow, endlich fertig. So, jetzt könnten wir mal den Bereich für die Tiere vergrößern. Weil wir haben ja jetzt ein Stück mehr Garten hier quasi. Heu ist im Lager zerfallen. Naja, passiert. Ich glaube, die haben ja nur hier genug zu essen, die Tiere. So, was haben wir hier noch? Schlachtwartezone. Tiere Notessen.
Fitzreisender ist nicht mehr inspiriert. So. Eine Kobra macht Jagd auf Alpaka-Fohlen 2. Das ist ungünstig. Ach so. Okay, die Kobra. So viel zu der Kobra. Sehr gut. Also wenigstens für Kobras funktioniert unsere Killbox. Das hat uns ja leider noch sonst niemand angegriffen. Das sind eigentlich unsere Schafe. Shuttle am Boden, okay. Ein Shuttle der Fraktion Das Zerrüttete Reich ist beschädigt und sucht einen Landeplatz. Dessen Kommandantin namens Therosia will in Neuwaldwald landen. Ureinwohner der Fraktion Das Steilküstenvolk werden den Absturzort des Shuttles angreifen und versuchen, die Insassen zu töten. Du musst sie verteidigen. In dem Shuttle befinden sich Therosia und ein Soldaten. Die Kommandantin muss gerettet werden, aber die Soldaten sind entbehrlich. In 8 Stunden wird ein Rettungsshuttle eintreffen, um die Überlebenden abzuholen. Du musst sie innerhalb von 12 Stunden an Bord bringen. Okay, das klingt gar nicht schlecht. Du kannst das Shuttle abreißen und plündern. Das klingt nicht schlecht. Oder ein Eltex-Helm und Uran. Oder Ehre. Machen wir mal den Eltex-Helm. Das klingt gut. Und Uran. So, dann schauen wir mal, wo das Shuttle abstürzt. Hier, okay. Guck dir mal an, was das für futuristische Leute sind, sag mal. Therosia und Sabas unterhielten sich über Lieblingsfrisuren. Hauaha. Das geht schon in hier Teaser Zadarak. Gebiet, die ganzen psychischen Fähigkeiten hier. Vielleicht,
Nur für den Fall, dass sie direkt hier angreifen wollen. Ureinwohner der Fraktion des Steilküstenvolks sind eingetroffen. Sie werden die Imperialisten angreifen, die in Neuwaldwald abgestürzt sind. Verteidige die Imperialisten, bis ihr Rettungsshuttle in 4 Stunden eintrifft. Aha, hier kommen die, okay. Gucken wir mal, wo die angreifen. Die greifen nicht wirklich hier oben an, oder? Die Gimpel. Ah! Klasse. Was ist das hier? Das ist nur noch okay. Ah! Die haben gemerkt, dass es eine Falle ist. Komm doch hier unten längs. Aha. Oh, der ist tot, wa? Ja, der ist tot, aber wir haben hier einen, den wir retten können. Du bleibst dann besser doch hier. Ah, da kommen noch mehr. Meine Güte, was ist hier los? Das sind jede Menge Leute, die hier ankommen. Sehr gut. Hier haben wir unseren Kram. Okay, Kerstin, du kannst die nochmal gefangen nehmen.
Okay, es war ein ganz schönes Massaker. So, schauen wir mal. Rauschmittelfaszination, soziales Fürsorge, geschickt. Die rekrutieren wir. Und Ravera. Psychisch abgestumpft. Nervige Stimme! Eine Heilerin, okay. Die wird auch rekrutiert. Ah je. Ja, da müssen wir wohl ein paar Gräber ausheben, ne? Ist das hier Mikroer Bogenschütze? Okay. Machen wir die Gräber einfach mal hier hin. Okay, und die müssen wir alle erneuern hier. Der steht sogar noch sehr gut. Ja, da würde ich bald mal sagen, ist ja doch noch zum Ende was passiert hier. Dann soll es das für heute gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Ha. Okay, ja, und gilt wieder das gleiche Pipapo, drückt die Glocke und kommentiert und Daumen nach oben und bla. Also, ja, tschüss.